Ah, ja, kannst du mal einkaufen. Ich schätze mal, dass du da reingehst, egal was ich dir sage. Aber versprich mir bitte, dass du gut auf dich aufpasst. Tante wäre am Boden zerstört, wenn dir was passiert. Wo sie mich extra das ganze Zeug nach Ashra hat schleppen lassen. Das wollen wir nun wirklich nicht. Also, du kaufst mir was ab, ja? Willkommen an Götzbütchen. Brauchst du noch was anderes? Minus ein LP, aber dafür... Ja, klar, warum nicht? Danke. Brauchst du noch was anderes? Gut, hier, bitteschön. Danke. Ich habe halt echt keine Money mehr. Mit dir mache ich gerne Geschäfte. Ich glaube, das müsste so stimmen. Willst du noch was loswerden? Mit dir mache ich gerne Geschäfte. Ich glaube, das müsste so stimmen. Willst du noch was loswerden? Mit dir mache ich gerne Geschäfte. Hast du alles, was du brauchst? So. Kann er mir irgendwas schmieden? Was anderes brauchst du nicht? Ich glaube, ich komme klar. Siehst du, Clive? Wir sind nicht allein. Wenn wir siegreich sein wollen, muss jeder seinen Teil tun. Und unsere. Ich glaube, du bist noch eine Weile wach, Justin. Ich habe nämlich keine Lust, jetzt aufzuhören. Wir haben hart für diesen Moment gekämpft. Sids Traum. Unser Traum. Ist zum Greifen nah. Nun müssen wir die letzte Prüfung bestehen. Und das werden wir. Gemeinsam. Da haben wir echt Final Fantasy 16 durchgepetzt. Mal wieder ein Spiel auf die Liste setzen. Ihr wisst alle, was uns hinter diesem Tor erwartet. Doch niemand stellt sich dem allein. Ja. Ja. Anscheinend wird hier noch nach uns verlangt. Ich halte sie auf. Wir halten sie auf. Geht! Lasst euch nur nicht zu viel Zeit! Danke. Also wenn die beiden ihre Esper beschwören können, dann sollte das gehen. Hundi! Na. Joshua! Joshua, wach auf! Clive, was ist los? Ich glaube, wenn ich von so einem Hund geweckt werden würde, ich würde mich erstmal instinktiv erschrecken.
Das ist nichts, Donner. Boah, dieser... Heute ist der Kackwurst. Finsternis. Wo sind wir, du Kackwurst-Ficker? Eine Schlucht zwischen den Welten, die euch einlädt zur Besinnung. Halt der Maul, stell dich. Schwer und zahlreich sind die Sünden der Menschen. Halt dein Maul, komm raus, du Lappen. Und ihr sollt sie nun erkennen. Die Zeit ist reif. Das Schicksal hat euch die Rückkehr gewährt. Also empfanget unsere Offenbarung. Ich fürchte, wir sind hier gefangen. Und den einzigen Ausweg bietet Ultima. Wir finden ihn und verschwinden. Kann man schnell reisen? Wir werden jetzt wahrscheinlich irgendwelche Halluzinogene sehen. Das macht sowas von gar keinen Sinn. Aber wenn die Magie der Ursprung der Fäule war, was ist dann mit dem Mutterkristall? Die Antwort gibt er uns sicher gleich selbst. Finde ich gut, dass wir jetzt was von der Welt erklärt bekommen, tatsächlich, aber ich weiß halt nicht. Es von Ultima zu hören, ist halt auch wieder ein bisschen blöd, wenn er halt der Böse ist, ne? Alsbald war eine Lösung gefunden. Die Plage hat
hatte Wurzeln geschlagen. Um unserem Schicksal zu entgehen, mussten wir neu beginnen. Mit einer neuen Welt. Die Welt, die Barnabas wollte. Ein Paradies ohne Fäule, wo sein Gott ihn erwartet. Und wir. Wir sollten ihm dorthin folgen. Und dafür alles hinter uns lassen. Unseren Willen aufgeben. Also will Ultima, dass wir Barnabas Werk vollenden. Spielen wir sein Spiel mit. Vorerst. Warum arbeiten die da nicht zusammen? Die wollen doch sowieso alle das theoretisch das Gleiche. Er will eine Welt ohne Leere und die Jungs wollen eine Welt ohne Fäule. Ich sehe da keinen Unterschied. Muss ich ganz ehrlich gestehen. Für die Schöpfung einer neuen Welt brauchten wir nicht nur unermessliche Kraft, sondern auch eine Physis stark genug, ihr standzuhalten. Ersteres sollte ein leichtes sein. Das unberührte Valisthea war reich an Äther und mit den Juwelen des Lichts, die wir streuten, würden wir ihn sammeln. Die geeignete Physis jedoch erforderte Einfallsreichtum. Und so streuten wir die Saat der Menschheit. Hat's also auf den Boden gewichst und dann kamen ein paar Lappen raus. Entschuldigung. Götter schöpfen und so auch wir. Wir streuten die Saat, damit du eines Tages sprießen würdest, Mythos. Wir glaubten, unsere Zukunft gesichert und ruhten. Ein fataler Irrtum, wie wir erfahren sollten. Denn während unseres Schlafs beging der Mensch seine schwerste Sünde. Er erwachte. Allein taumelte er durch eine kalte und dunkle Welt. Blind tastend auf der Suche nach dem herrlichen Licht seines Schöpfers. Schließlich versuchte er, selbst Licht zu entzünden. Und aus einem einzelnen, verirrten Funken ward sein Wille geboren. Der Mensch hatte sich selbst entdeckt. Bald richtete er seinen Blick in sich und fand Verlangen nach mehr. Der Typ sieht so fertig aus im Gesicht, als hätte er sich drei Tage nichts anderes gemacht, außer sich in die Hose geschissen. Also führte er Kriege und erschlug seinen Nächsten für dieses kostbare, doch schwindende Gut. Und Valisthea vergoss schwarze Tränen. Ist er zu blind zu erkennen, dass die Fäule, die er brachte, nicht unsere Schuld ist? Nicht zu blind, nur zu stolz für die Wahrheit. Denn er ist genau wie wir. Sag ich doch, ich sehe da keinen Unterschied. Ifrit, oder was von ihm übrig ist.
ist unsere Glut erloschen und hart kalt eines Funkens. Erblicke ihre Gestalt und sieh, wozu du werden musst. Schon bald wird Valisthea seiner schwarzen Bürde nicht mehr standhalten. Die Gier des Menschen treibt es immer weiter in den Niedergang. Aber du kannst es noch retten, Mythos. Das ist der Grund für dein Sein, weshalb wir dich nährten und über dich wachten, wie eine liebende Mutter es tut. Ja, das hat unsere Mutter nicht wirklich gemacht. Die Karte zieht hier nicht. Und nun bist du voll erblüht, Mythos. Deine Zeit ist reif. Füge dich deiner wahren Bestimmung. Alter, mit den Adern sieht ja aus wie ich beim Kacken. Dich zu retten? Die Sünde überleben zu wollen, hast du genau wie wir begangen. Die Schuld trägst du. Unser Wille ist aus Not entstanden, weil du uns verlassen hast. Und den sollen wir jetzt aufgeben? Für einen Platz in deinem neuen Paradies? Du glaubst also, ein solcher würde euch zustehen? In unserer Welt ist kein Platz für Menschen. Bist du nicht fähig, diese Tatsache zu verstehen? Wir brauchten immer nur allein dich, Mythos. Und wenn die Zeit kommt, uns von diesem verrotteten Reich zu lösen, wird niemand folgen, niemand bleiben. Was genau bedeutet das? Dies ist unsere Welt. Ist ihre Wiedergeburt vollzogen, hat die Menschheit ihren Zweck erfüllt. Das ist ein bisschen dämlich zu sagen. Deshalb sollten wir eure Existenz weiterhin erdulden, dass diejenigen, die du die ganze Zeit versuchst zu überreden, weil dieser Welt die töten nicht willst. Dir gehört. Sie gehört uns allen! Was? Ein weiterer Irrtum von dir. Euch gehört nichts als euer erbärmlicher Wille. Bruder. Ich schaffe es nicht allein. Das musst du auch nicht. Wir sind die vielen Worte leid. Nun müsst ihr lernen, dass wir kein Ungehorsam unserer Diener dulden werden. Es wäre cool, wenn der paar Brüste hätte. So ein weiblicher, agiler Ifrit. Meine Freunde, meine Familie. Sieht aus wie ein abgeschwächter Leviathan. Wir haben gelitten, um zu überleben. Diese Welt mag Fehler haben, mag zerstört sein, doch sie ist alles, was wir haben. Und wenn du sie nicht teilen willst, dann bleibt uns kein anderer Weg. Du musst gehen. Du magst vielleicht unser Schöpfer sein. Aber nun wählen wir unseren Weg selbst. Denn diese Welt gehört dir nicht mehr. Sondern uns. Beugt euch, ihr Sünder. Kniet vor mir nieder. Alter Schwede.
Au. Aber. Also, wenn das jetzt der Endkampf ist, finde ich den ein bisschen enttäuschend. Aber der hat bestimmt wieder mehrere Phasen. Euer Widerstand wird eure Sünde nicht ungeschehen machen können. Gesenktem Kopf wird Buße getan. O elende Sterbliche, nicht einmal zur Reue seid ihr imstande. Zu reifer Zeit wollen wir unsere Früchte ernten. Ist doch scheiße sowas, was man nicht ausweichen kann. War vielleicht ein Fehler. Auserwählt. Und du wagst es, deine Hand gegen uns zu erheben. Klar. Immer. Der Entschuldigung. Krümmt sich. Alter, dem krümm ich gleich die Arschbacken. Er will es beenden. Wäre nicht das erste Mal. Aber garantiert das letzte. Dein Schicksal ist unabwendbar. Überlasse dein Fleisch der Dunkelheit. Dein Leid gehört uns. Knie vor uns nieder. Sehr recht, Bruder.
mir an Shiva gut gefällt, an Jills Fähigkeit, ist, dass man damit sehr schnell den Gegner brechen kann. Mich doch mal rum. Es tut halt echt weh, im Hintergrund zu hören, wie der Hund aufs Maul kriegt. Dein Schicksal ist unabwendbar. Überlasse dein Fleisch der Dunkelheit. Dein Leid gehört uns. Spiel ist gebackt. Das tut gut. Von der Blockliste da runterkommt. Das mit dem Vereisen ist eine richtig gute Sache. Endlich. Warum? Was? Was? Erhöht die Füllrate des Zugenbalken durch eiserne. Okay. What the fuck? Endlich. Unzählige Generationen warteten wir auf diesen Moment. Ja. Genau, aufs Maul zu kriegen. Wo
Warum hat der auf einmal vier Arme? Auch wenn dich deine Mühen stärken, lastet die Sünde schwer auf deiner Seele. Ich muss dich nur besiegen, alles andere ist scheißegal. Aber Gnade ist dein. Tu Buße und alles wird vergeben sein. Na, ah, die große und die kleine Jill. What the fuck, warum? Das verstehe ich jetzt nicht. Obwohl der Vater spricht mit seiner Tochter. Das ist ja Sid und seine Tochter. Dann ist ja unten links unser Vater und der Joshua. Das ist... Sag mir, Clive, wie viele Leben hast du gerettet, seit du meinen Namen trägst? Genug. Und wie viele zerstört. Wohin wir auch gehen, hinterlassen wir ein Tränenmeer. Dies ist der Preis deines Willens, Sohn. Was nutzt uns denn die Freiheit, wenn unsere Entscheidungen alle nur ein Ende finden, den Tod? Es ist zwecklos, Clive. Also gib endlich auf. Warum lassen wir nicht all das hinter uns? Einfach alles beenden. Warum hat der Joshua nicht mit uns gesprochen? Rettet mich keiner? Warum liebt mich denn niemand? Dieser Schmerz! Ich verzehre mich nach ihr! Was soll ich noch für sie opfern? Aus Wille wächst Verlangen. Es wird stärker und verzehrt euch. Zerstört eure Vollkommenheit. Hört ihr denn nicht, wie die Welt stöhnt und seufzt unter der Last eurer hungernden Herzen? Was aber du könntest all dem ein Ende setzen. Ende setzen. Jetzt schon. Du hast endlich die Jill rumgekriegt. Und jetzt fängst du damit an. Hör bloß auf zu zweifeln. Flashback. Das ist alles nur Illusion. Wach auf. Lass uns nach Hause gehen, Clive. Clive. Ja, Clive. Mein Bruder. Bruder.
erinnern. Clive. Nochmal, bis du es weißt. What the? Mein Name ist Clive. Clive Rossfield. Da! Ultima. Selbst hier wird das Licht des Leibes Willen nicht erstickt. Und der Phönix? Wie ist es ihm gelungen, hier einzudringen? Unmöglich. Es sei denn, dass er bereits Bestandteil von Mythos war. Ein Mal des Phönix, eingebrannt in sein Herz, hat durch die Kraft des Willens Gestalt angenommen. What? Der Wille vermag zu schöpfen. Ist das möglich? Ist Ihr Wille wirklich so mächtig? Habe ich durch meinen Willen meinen Bruder geschaffen? Wie lange willst du noch reden? Jawohl. Er hat sehr komische Augen. Dies ist keine bloße Evolution, sondern Abspaltung. Kann dies ein Keim von Logos sein? Ich bin maximal verwirrt, weil ich keine Ahnung habe, was da abgeht. Asche zu Asche, Staub zu Staub und Kacke ins Klo. Ich schaff's auch immer wieder, so einen Moment zu zerstören, oder? Verdammt, Greif! Wach auf! Das tat weh. Ich weck dich nur ungern, aber wir müssen hier schnell raus. Am besten jetzt. Wovon redest du überhaupt? In der Wiege des Ursprungs erwachen unsere wahren Kräfte. Und dort wirst du Vollendung erfahren. Bald, Mythos. Bald wirst du zum ersten Mal erkennen, was wahres Leid bedeutet. Labert der für einen Müll? Nun
Kristalle? Niemals mehr. Doch aus der Stille erklingt ein neues Lied. Sein Choral bebend, ein Crescendo bis zum letzten finalen Moment. Was verborgen lange dämmerte, erwachet nun. War mir schon klar, dass das nicht der letzte Kampf ist. An der Quelle. Bleiben die zwei verdammt! Der Kristall ist doch schon weg! Oh, meine Fresse! Ist das Äther? Was in Gvigos Namen geht hier vor? Nichts Gutes. Wir sind zurück. Clive! Joshua! Jill! Ist jemand verletzt? Wir nicht. Was ist passiert? Erst müssen wir hier weg. Mit! Ablegen! Los! Beeilung! Zurück aufs Schiff! Ich folge euch sogleich. Danke. Alter Schwede. Ich mache gleich nochmal für ein, zwei Minuten Pause, nochmal auf Toilette gehen und so.